Starten. Und Aufnahme starten. Yep, wir sind live. Wir sind live. Wir sind live und ich bin müde und Rainer ist völlig überdreht. Wir können das perfekt ergänzen. Heute. Du bist Aber voll, du bist. ich muss ja wegen meinem Nachwind, muss ja leise sein. Ich bin ja, ich muss auch leise sein, weil wir waren schon beide mal wach, so. Und dann hab ich gepennt. So, und dann kommt die so, ja, was machst du? Kommst du rüber? Ich so, ja, nee, ich guck gleich noch weiter. Ich so, was? Achso, hast du nicht vorbereitet. Ja, es ist alles noch so, wie es war. Und sie dachte so, aber ich habe halt gepennt, weißt du so, es war alles dunkel. Und die Ja. dachte so, ja, kommst du nicht rüber? Ne? So, ja, nee, ich bleib hier. Nee, es ist. Och, du, weißt du. Och, nee. Ja, Nee, es ist, nee, beide Streams funktionieren. Und nee. Ja, die ersten schreiben schon in den Chat. genau, sind schon noch ein paar richtig, richtig da. Oh, es ist krass. Es ist jetzt das zweite Mal, dass ich jetzt die Sony-Konferenz gucke. Also vor 3 Jahren war ich ja mal dabei, bei dem legendären Ding. Da habe ich aber durchgemacht. Da war es aber so, dass ich in der Konferenz schon echt arg am Wegschnarchen war. Also es war schon echt sehr, sehr anstrengend. Jetzt habe ich das mal anders gemacht, jetzt habe ich mich mal hingelegt und so. Und jetzt, ich glaube, es ist besser, weil ich dann nach hinten heraus frischer bin. Aber die ersten Momente so, Frischer. ich wach auf, immer so, boah, Alter, das ist ja wie in der Arbeit, so, boah, jetzt der Wecker, ey, ich hab keinen Och, Bock. So. come on, ey. Das ist so, Ja. das ist für mich, das kannst du nicht, kann ich vergleichen. Das Du, kann ich nicht vergleichen. wahrscheinlich, wenn der Wecker geklingelt hat, bist du schon so kerzengerade aufgestanden. Ey, der Wecker geklingelt, da war ich schon wach. Naja, bin sehr, sehr gespannt. Was kann man denn auf der E3 Konferenz von Sony erwarten? Einige, also es stehen, wie gesagt, es stehen immer noch Release-Dates aus für God of War, für Detroit Become Human. Ich finde, da wird so langsam mal Zeit. Spider-Man kam nur ein Announcement bisher. Da würde ich sagen, da fehlt auch noch mal Gameplay und vielleicht auch noch mal ein Release-Trailer. The Last of Us, das ist ja meine große Prognose, dass sie direkt Hardcore mit The Last of Us 2 Gameplay einsteigen. Ich glaube, dass sie vielleicht die VR-Experience zeigen von Battlefront 2. Superhot ist noch ein Thema. Superhot VR Ja. ist jetzt für den PC rausgekommen, jetzt wo ich es gerade hier sehe. Da steht, glaube ich, auch noch mal was aus. Das Remake von Resident Evil 2 ist auch schon seit ewig immer mal wieder angekündigt und besprochen und so. Da könnte man jetzt auch vielleicht noch mal was sehen. Und ich hoffe, das Geilste ist halt einfach immer. Das ist wirklich das Beste des Besten des Bestens, wenn es irgendwie heißt, ja, heute gibt's das jetzt. Mit dieser Konferenz gibt's jetzt hier neuen Scheiß im Store. Das ist das absolut Geilste. Das heißt, du hoffst auch noch mal, vielleicht noch mal so eine Überraschung, dass du jetzt gleich sogar was sehen kannst. So. Ja. Nur weiß ich nicht, ich frage mich bei Superhot jetzt schon wieder, wie funktioniert die Bewegung? Ist das ein eigenständiges Spiel, weil man wird sich nicht bewegen können, wenn du beide Hände benutzt für die Waffen Move. halt eben. Das ist halt wieder dasselbe alte Problem. Wie gesagt, ich bin der Überzeugung, nachdem ich Farpoint und du hast ja auch Farpoint gespielt, Ja. Move Controller mit Analogstick, das wäre die Lösung aller Probleme von VR. Aller Probleme von VR. Ja. Es wäre kein Problem mit Trigger zu schießen und mit den Daumen sich zu bewegen. Es wäre kein Problem. Ey, ich muss mal sagen, ich habe ja die Move-Controller ja schon lange nicht mehr so gehalten und so benutzt. Und als ich dann die wieder in die Hand gehalten gekriegt habe, was war das, am Anfang Januar oder so, wo ich das zum ersten Mal wieder bei dir gezockt habe, Ja. habe ich gedacht, die haben ja wirklich keine Analog-Sticks. Also die Ja. haben keine Sticks. Und das war dann schon so, das habe ich erstmal gar nicht bedacht. Wie unsinnig das ist, dass Sony da nicht mal nochmal eine 2.0-Variante rausgebracht hat. Naja, aber für egal, was es Also, ist, bei der HTC Vive gibt es ja auch keine Analog-Sticks. Bei Oculus ach, gibt die es haben ja auch auch keine keine. Analog-Sticks. Der Grundgedanke war ja ursprünglich bei den Move-Dingern, dass es halt für Augmented Reality halt gemacht ist. Also, oder für wie hat man das denn sonst gesteuert? Ich glaube, bei Medieval Knight habe ich ja immer sehr, sehr gerne gespielt. Dieses kleine knuffige Spiel mit dem Skelettritter, wo du dann halt so Bogen spannen kannst und so weiter und so fort. Ich glaube, der ist automatisch gelaufen. Das ist halt immer Ja, so bei der eine Wiimote Geschichte. zum Ach so, Beispiel, oder? außerdem, nee, man muss dazu sagen, es gab ja noch diesen Nunchuck. Auch PlayStation hat ja so eine Art Nunchuck gehabt. Also, wo ein Analogstick dran war. Das ist es halt.
Calypso Media, was ist das denn? Das sagt mir auch gerade was, aber ich weiß gar nicht, was das ist. Ist das irgendwie von Tropico oder so? Also align themselves with people to test ballistic missiles. Sieht so aus, oder? The real El President. Naja, okay, gut, dann scheiß drauf. Ja. Ja, das ist es halt. Also Herr, dieses, dieses eine VR-Spiel haben sie ja schon mal gezeigt, wo du dann so dieses Competition-Game, haben wir ja gerade gesehen, wo du so die Discs hin und her wirfst. Also, ja, das ist ja so ein kleines Ding für zwischendurch, ganz nett, aber, Ja. ich habe 67 Zuschauer. Ich bin jetzt selber total überrascht. Ja, natürlich, wenn wir super Zuschauer. Super Zuschauer. Ja. Final Fantasy 7 lese ich gerade, Stimmt. wäre ein Release Ja, Date auch nochmal aber das angebracht, haben sie ne? ja schon angekündigt, dass die dann nichts zeigen werden. Ja. Aber Bloodborne 2 war ja auch irgendwie oft, obwohl man ja nicht weiß, ob das Bloodborne 2 oder dieses andere Phantom Dane oder wie, ach verdammt, wie hieß denn das nochmal? Das gab es auch irgendwann mal einen Namen, der kursiert ist. Weil Death Stranding zeigen sie auch nicht, haben sie auch Ja, schon abgesagt. das ist ja aber okay. Das will ich ja auch nicht Ja. sehen. Das muss, wenn die jetzt bis zu, das dauert ja noch, bis die jetzt, wenn die jetzt jedes Jahr Trailer zeigen von einem, das ist ja dumm. Ja. Das macht man ja nicht. So, Bloodborne 2 wäre mir eigentlich auch relativ egal, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber nur weil jetzt einfach so viel jetzt an Souls-Spielen rausgekommen ist, Exakt. Surge und Exakt. Teil Ich, 3 und die ganzen DLCs. da Ja. hätte ich lieber gerne mal ein Remastered von Demon's Souls, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte lieber einfach mal gerne ein Jahr, und das ist nicht falsch verstehen, aber jedem ein Jahr kein Souls-Game, damit dieses ganze Konzept mich nicht komplett tottrampelt, sondern. Ja, aber du musst es ja nicht spielen. Auch einfach mal Nein sagen. Ja. Ja, stimmt Ich habe auch wieder, aber dann. hab das DLC halt auch nicht gespielt, weil ich kein, also wenn ich übersättigt bin, so. Weil ich da gerade keine Geduld für habe. Ist halt so. Hellblade wird ja auch schon genug Trailer und ist jetzt auch schon angekündigt, so kann man sich auch schenken. Aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, wollen wir doch die Spiele sehen, an die wir jetzt nicht denken. Medieval Ja, und beispielsweise. die meisten, ich wollte es gerade sagen. Ich habe mir gedacht, so, ja, was ist denn, dann geht man halt natürlich so ein bisschen zurück in der Historie. Was hat denn Sony noch so anzubieten, dass sie noch nicht schon angekündigt haben oder remastered haben oder so? Da ist nicht mehr viel und da kannst du mir jetzt auch mit Medieval nicht kommen, so. Dino Crisis, das ist halt, wäre halt interessant, ob sie das wirklich für Sony dann exklusiv machen. Dann hätten sie es vielleicht schon irgendwo anders gezeigt. Ja, wäre halt, wenn That Game Company, aber die sind, That Game Company, ich glaube, die sind mit dem Sony-Deal raus. Ich glaube, die haben da gar nichts mehr mit zu tun. So Ne, viele, ich glaube auch oder? nicht mehr. Ja. Ne, die Ich sind glaube, raus, glaube ich, ja. die sind nicht mehr da so dran gebunden, ne? Natürlich noch Indie-Games, das ist halt auch immer so das Ding, so eine kleine Compil, ein kleines Compilation-Video mit neuen Indie-Games und so, das ist halt auch immer ganz cool. Ja, stimmt, neues Spyro, aber das ist auch so. Da gibt es jetzt dieses andere, dieses Lucky Tales, da bin ich schon froh. Ja, genau, Neck 2 Ah, guck, kommt ja Undertale jetzt kommt noch. raus für die PS4. Wahrscheinlich für die Vita auch. Ja, Aber interessiert auch da n... regt sich bei mir wirklich gar nichts. nichts mehr. Gar nichts. Ah, ich muss es auch irgendwie, ich habe ja schon auch im Cast gesagt, eigentlich ist es so ein Ding, das musst du mal, muss man einfach mal gespielt haben, auch Nee, muss man mal, nicht. weil, ja doch, doch, doch. Aber ich bin einfach, es war mir einfach dann doch zu sperrig so. Ich finde, das ist ein Hipster-Ding. Oh, was war das denn jetzt, Alter? Hat irgendwas runtergefallen. Ich bin mal kurz weg. Okay, gruselig. Paranormal Activity Action bei Jetevin. Jedes Mal, wenn wir einen Podcast aufnehmen, man hört sein Kind im Hintergrund weinen, dann sagt er, ich bin mal kurz weg, dann habe ich immer Angst, dass er nicht mehr wiederkommt. Tja, so ist das halt. Ja. Eine Undertale Collector's Edition. Das ist schon ein ganz nicer Move, das zu tun.
Aber das wird ja nicht exklusiv sein, nehme ich mal an. Das wird es ja auch für die anderen Konsolen noch geben. Da kommt er wieder. Nur mal Glück gehabt. Jitterbin lebt. Und? Ich höre dich nicht. Ja, sorry. Ach so. Ich habe keine Ahnung, was es war. So Ja. voll laut, so was Ja, gekracht auf Paranormal jeden Fall. Activity. Ja, es war Ja, Persona 5, Paranormal Activity mäßig der Poltergeist der ja. Persona 5 vor die PlayStation geschmissen hat. Komisch. Oh, da haben wir nochmal Ni no Kuni. Stimmt, das habe ich auch ein bisschen vergessen. So. Obwohl das eigentlich auch so ein Must-Have ist von mir. Im November, ne? Ist da released. Den ersten habe ich aber auch nicht durchgespielt, wenn ich ehrlich bin. Ich schon. Es ist eine sagenhafte Bildqualität in diesem Stream. Also in dem, den ich jetzt gerade sehe. Ich sehe den gleichen. Das sieht aus wie eine Blu-ray. Sehr, sehr krass. Ah. Wenn ich so ein Licht ausmache, sieht man mich dann noch? Ganz, ganz, ganz düster. Okay. Und sie haben sich ja auch, muss man dazu sagen, stimmt, das habe ich vergessen, es wurden doch Rechte bekannt gegeben, so Namensrechte oder irgendeine Seite über Shenmue 1 und 2. Ach, das war doch die Geschichte, ne? Mit dem Shenmue Remaster. Vielleicht kommt ja vielleicht ein Shenmue Remaster. Das fände ich zum Beispiel nicht nur strategisch klug, sondern einfach auch noch richtig Hammer. Ja. Ist ja die Frage, was man da ändern müsste. Ob es reicht, die Steuerung ein bisschen anzupassen? Oder ob Das man. ist wirklich die Frage, ja. Ja, weil da jetzt anzufangen. Texturen zu überholen, Soundqualität zu verrauschen, Rauschfilter in die Sprachaufnahmen reinzutun. Das ist halt auch so eine Geschichte, die man jetzt nicht einfach so macht. Okay, es wird immer ernster. Noch 3 Minuten. Wie heißt sie nochmal? Melissa? Ich kenne sie nicht. Echt nicht? Oder? Ist es nicht die, auch so, dass die von The Guild? Nee, das ist Nein. die von The Tester. Okay. Kennst du The Tester? Nee. Hast du nie The Tester gesehen? Nee. Echt nicht? Wirklich nicht? Nein. PlayStation The Tester? Ich kenne mir nicht. Das war so eine Casting-Show. So Popstars-mäßig. Aber okay. Wo sich Leute bewerben konnten für einen Testerjob bei Sony. Gab es 3 Staffeln von. Also ein Real Deal oder ja, ist das ein Fake? Ja, konnte. Okay. Der Tester. Das ist geil, die mussten dann immer irgendwelche dummen Aufgaben machen, die mit Videospielen nichts zu tun haben. Und dann so Teamfähigkeit. Und die mussten sich dann immer vor eine Jury stellen und dann wurden immer Leute rausgewählt. Und der am Ende hat gewonnen. Den Job um The Tester. Gab es 3 Staffeln, hab ich sehr gerne geguckt. Meredith heißt sie, genau. Das war immer, das wäre sehr cringy, aber auch sehr, sehr lustig. Das wäre, wenn wir nochmal über Webserien reden, muss man das auf jeden Fall erwähnen. Bethesda. Okay, muss ich auch nochmal schauen. Previously on The Tester. So dumm ist der Schatz von The Tester. Das Ding ist, pass auf, das ist so wirklich dann so Big Brother-mäßig. Also die werden jetzt nicht, aber die ziehen alle in so einen Containerhaushalt ein. Und das ist halt voll von Konsolen und die kriegen alle Gimmicks und Stofftiere und Figuren. Und da war die PlayStation Vita direkt draußen, da durften die schon PlayStation Vita spielen. Und dann chillen die da rum und chillen dann da halt und zocken halt. Bis sie haben, dann kriegen sie, ja, wir haben jetzt unsere neue Challenge gekriegt. Dann müssen sie da die Challenge machen, dann wird einer rausgewählt und die anderen bleiben drin. Und manchmal hatten die auch prominente Gäste aus dem Internet. Einmal in der 3. Staffel war Ego Raptor dabei von den Game Grumps, der Aaron. Wo auch Ego Raptor teilgenommen hat, ja genau. Ist schon soweit? 59 haben wir. Okay. Puh, Alter, mein Herz, mein Herz, mein Herz, mein altes, altes, krankes Herz. Ich mach schon mal laut.
Justice 2, das muss ich auch noch holen, ey. Ja. Das Ding habe ich noch nie gesehen irgendwo. Dieses mit diesem, wo du diesen. Wieso runterfährst du einen Highway? Doch, das ist bei VR Worlds dabei. Okay, das muss ich mal anschauen, mal. Alter, der Bridge Crew Beitrag von Game 2. So, los geht's. The old rules of TV are no longer with us. We're watching here and here and here. This is live TV. Cool, haben einen Werbespot gestreamt. You could ever watch. Egal, you're welcome, Sony. You're welcome. All at once. The rules of TV have changed. Time to change how you get it. So, 3 Uhr. Das ist auch gerade Ice Cream Spot hier? Ja. Okay. Was sagen wir? Was wir? Guck mal, es ist wie bei Golden Shower. Mit einer goldenen PS4. Boah, einmal dabei, Alter. Rainer, irgendwann mal. Da sitzen irgendwann wir dann mitten so. Irgendwann mal. Irgendwann. Es ist schon fast spöttisch, dass die Alice sich unsere Reaction-Videos anguckt, obwohl sie selber da ist. Oh, Alter. Was ist das? Kriegst du jetzt den Prince of Persia, oder was? Ich schwör's dir, ich will es nicht aussprechen. Was haben die... Könnte aber auch irgendwie ein neues Ghost Recon sein. Was? Scheiße. Der Stream puffert. Ist das ein Wasser? Ja. Wasserfall, ne? Nee, gepuffert. Ah, okay. Pausier einfach mal eine Sekunde. Dann sind wir auf demselben. Ja. Alter. Hat der Wasserfall sich verändert? Das ist ein Sand. Alter, Sand. Alter, Sand. Alter, 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 das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Das ist kein Sand, Alter. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Ja, das ist gelb. Es ist gelb, Mann. Jetzt ist bei mir auch gelb. Alter, fuck you. Fuck you, fuck you, fuck you. Trident, the bow and arrow, the axe. Ist das neue Uncharted? The great battle in which Ganesh lost his tusk. We find these symbols. Alter. We find the tusk.
it supposed to happen? I don't know. Oh, dann ist das hier auch jetzt. Welcome to downtown Halabadoo. Last known resting place of the Tusk of Ganesh. I don't like it. You don't like anything. Oh, thank you. I'm slipping. You know that treasure hunting is not at the risk of us, right? Neither is being a mercenary. You two. Partners. And hello, gorgeous. What a pleasant surprise. You want the tusk? You need my help. A thief? Collector of antiquities. A parasite who exploits our struggle in order to fatten her pockets. So that's a no. Felt like a no. I must admit, you are quite the schemer. You were going to sell me out, weren't you? Your history with the Saab made you the obvious choice. You lie to my face. Cards on the table. I need your help. And if you want the tusk, you need mine. He's a limpet, can't change his spots. You know nothing about me. Now the casualty of war. Don't! Bin ich voll mit dabei. Wir sind echt, die Figuren sind mir um einiges sympathisch. Ich mag halt einfach Nathan Drake nicht. Ich mag Chloe nicht so sehr. Also die ist, ich hätte nie gedacht, dass sie mal ein eigenes Spiel bekommt. So. Ja. Aber okay, ich finde es trotzdem cool. Oh, es wird jetzt eisig. Schnee. Alter, da drin sein, ey. Den Schnee spüren auf der Haut. Es geht direkt kein Gelaber. Guerilla Games? Horizon? Bitte, was? Schon wieder? Head on. Few dare trespass here. Those that do seek the glory of the hunt. To challenge themselves. Land like no other. But they never find glory. Only death. I'm not here for glory. I'm here for the mountain. For answers. Then you must face the beast that guards it. Nice. Hooked. Ja, wird sowieso instant. Kommt schon drauf. Dieses Jahr. Alter, wow. Perfekt. Es ist kein Gelaber, Alter. Es ja, geht schon kein Gelaber. Weiter. Alter, ist das krass. Mua. Alter, was ist das? Was? Wer ist das? Ich weiß das selber nicht. Oh, das ist Days Gone. Ja. We've got to get some men together, go after them. Look at me, it ain't my problem. They've got Manny. You sent Manny on a supply run. I just run the camp, Deke. I don't tell folks how to live their lives. Go to hell, Cope! Das wundert mich, dass sie jetzt schon wieder Gameplay von Days Gone zeigen. Ja. Ich bin mir aber sicher, dass sie jetzt auch ein Release-Date sagen. Und ich bin auch mal froh, dass man mal nicht diese Zombie-Schar immer sieht, sondern mal was anderes. Ja, du musst ja im Prinzip wissen, wenn das halt so Open World ist, musst du ja auch dann halt von Auftrag zu Auftrag im Prinzip fahren. Und das ist ja das, was wir jetzt gerade sehen im Prinzip. Auch was so unterwegs... Alter... Auch was da halt so unterwegs passiert. Oh.
Let's do this. Yeah? You want some of this? Oh, fuck. Alt. Wow. Das ist so für so ein Open-World-Spiel völlig untypisch, weil es da schon voll detailliert ist zum Teil. Ich habe einfach so das Gefühl, als wären Sony aktuell die einzigen, die noch Bock haben, richtig gute Geschichten zu erzählen. Und richtig emotionale Geschichten. Ja, Ubisoft haben uns, macht das mit Open World nicht mehr. Ne, haben uns bei Ubisoft jetzt schon drüber unterhalten, so, und das. Boah, ich wirklich dachte, das ist Prince of Persia. Ja, ich habe auch gedacht, das wäre Prince of Persia. Man wird ja wohl mal rumspinnen dürfen, aber. Ey, das ist ziemlich düster. Dass das wirklich so morbide ist, das kam in den anderen Trailern nicht rüber. Ich bin auch mehr gehuckt jetzt eigentlich schon allein durch diese kleine Gameplay-Session als die anderen, weil da war es mir irgendwie ein bisschen zu, na nicht below, aber ja, zu langweilig. Hm? Den ganzen einfach in Gegnermassen reinballern. Fuck. Alter, was für eine perfide Scheiße. Es sieht aber aus, ey. Es ist krass, dass das... Alter. Ich fand's krass, dass das so eine kleine Begegnung ist, die eigentlich nichts bedeutet und du eigentlich nur dafür sorgen musst, dass du da vorbeikommst. So sneaky-mäßig, ne? Ja. Easy, fellas. Eigentlich bin ich ja mit Zombies durch, ne? Aber ich muss zugeben, das juckt mich jetzt schon. Buffert schon wieder. Ja, bei mir auch, ja. Was Gott sei Dank. Alter, okay, das ist ein Zombies als Gegner. Oder als Waffe, wie das. Eigentlich auch so, dass du dann das Ganze so nachspielst wie in einem Ding? Das ist halt die Frage. Das wundert mich halt auch gerade, weil diese Menschengruppen, auf die du da triffst, das wirkt alles so natürlich eingebunden. Also so, normalerweise bewegst du dich ja auf was zu und dann wird erst eine Cutscene oder irgendwie was getriggert, aber das ist nie so in echt eingebunden in die Welt. Oh, Deke. Hi, Manny.
Also die Antwort nein, weil auch in der Vergangenheit haben die immer mal wieder sowas gebracht. Auch wie Ellie einem in The Last of Us angeblich geholfen hat, dass sie so Backsteine wirft und so. Das kam in der Vollversion halt auch nicht. Aber naja, ich glaube nicht, dass das großartig schlechter wird. Alter, richtig, richtig, also das ist jetzt bei mir in mein Interessensradar. War es vorher wirklich gar nicht? Nee, ehrlich, wirklich nicht, weil es einfach dieses Dauerfeuer einfach mitten in die Menge rein, das fand ich jetzt einfach nicht so spannend. Ja, aber du hast dir doch schon denken können, dass die da einfach nur die Gegnermassen demonstrieren. Ja, ich habe aber gedacht, dass das schon so ein sehr großer Anteil am Spiel einnimmt. Okay. Dass das so ein Story-Ding ist, so jetzt hier gerade, habe ich jetzt nicht gedacht. Okay. Naughty Dog, Gorilla, Ben, out of control. I thought this opening was completely insane and because I had to walk under zombies to get on the stage just now. They didn't even tell me about that last night. We're glad to be here, we're delighted to be here. We have a full show ahead of us, so let's just agree that we love games and we want to see more of them tonight. It's all about the games. Every year we continue to push the envelope of storytelling, imagination, and technology. And 2016 was no exception. Virtual reality is now a real consumer product, and our consoles are more powerful than ever, offering 4K and HDR options. We'll take a moment for that. With the launches of PlayStation VR and PS4 Pro, PlayStation once again stood at the forefront of bringing these technologies to the world of interactive entertainment. And now, in 2017, it continues to be all about the games. In the past few months alone, have given us some of the most creative, high-quality, and engaging video games ever seen. Horizon Zero Dawn. Ooh. Neo. Resident Evil 7, MLB The Show, Persona 5. And yet, we have an even broader, more diverse selection of blockbuster games coming soon. That's the plan, right? You will see tonight that Worldwide Studios is bringing you the exclusives you want, and through our strategic partnerships with third-party partners, PlayStation is home to all the biggest and best franchises in the world. It has never been a better time to be a gamer. Thank you all our fans, all of you, for your support, and for making PlayStation one of the most loved brands in the world. And thank you all for being here tonight. As we open E3 and celebrate the world of games, this week is our web portal. We have a web portal this week. Live.playstation.com will serve as the home for hours of programming, including developer walkthroughs, Q&A sessions, in-depth conversations, and so much more. But tonight, let's recognize the art of gameplay with a showcase of the most anticipated titles here at E3. 111 Leute im Stream übrigens, laut Chat. Let's get back to the games. Hallo. Ordentlich. Grüßt euch. Before I step off, it's my personal pleasure and a privilege to share with you now a title that has a rabid cult following around the world and has a very special place in my heart. Ich liebe diese Worte. Boah, Alter, das ist alles so aufregend gerade hier. Richtig dickes Schwert. Ist das Monster Hunter? Ich habe keine Ahnung. So von den Proportionen. Das ist japanisch, 100 Pro. Ja, das auf jeden Fall. Souls Game? Wow, das könnte natürlich auch sein.
Deep Down fehlt immer noch. Das sieht aber aus wie Monster Hunter. Ja, es sieht weil für man, mich auch weil man, aus. Weil man sammelt, sehr, sehr viel. Im Chat sind die meisten schon wirklich auf Monster Hunter eingeschossen und gehen gerade mega steil. Aber es stimmt ja schon, dass Monster Hunter aktuell mit Nintendo verbandelt ist. Ja, stimmt. Also nicht also mittlerweile. Sagen wir mal, Butter bei die Fische. Es sieht wirklich aus wie ein Monster Hunter-Titel, so zu PSP oder PlayStation 2-Zeiten, so ungefähr, ne? Ja, ich weiß, ich kenne mich mit der Monster Hunter-Reihe nicht aus. Ich kenne Wii U-Teile und 3DS-Teile nicht. Ob das jetzt so, ob es schon so signifikante Anzeichen dafür gab, weil ich nie, die Spiele nicht so verfolgt habe, aber. Also, die Assoziation ist ganz klar gesetzt. Ja, es ist auf jeden Fall, muss mindestens noch, ja, Capcom, das ist Monster Hunter. Ja. Monster Hunter World. Das puffert schon wieder. Ja, ja. Also ich bin jetzt leider nicht so richtig stark verwachsen in diese Reihe, aber ich kenne diese Euphorie und deswegen freue ich mich richtig gerade für die ganzen Leute. Die schätze ich schon eigentlich viele das Highlight. Ja. Early 2018. Heftig. Jetzt heftig, schön sehr ungewöhnlich. Schön. Japan Studio. Die machen immer guten Kram. Bluepoint. Du bist 2 Sekunden zu früh. Ach so, okay. Ich mach kurz Pause. Das ist halt. Alter, das ist wirklich ein Remake nochmal. Nein. Alter, are you fucking kidding me? Das ist ja um Himmels Willen. Um Himmels Willen. Um Himmels Willen. Um Himmels Willen. Ey, ich hab da wieder so Bock drauf. Ein absolutes Meisterwerk. Alter, der Einschlag. Alter, wow. Alter, wow. Alter, wow. Alter, Alter. What the fuck? Alter, ist das nice. Hoffentlich kommen jetzt viele Leute auf den Genuss. Sollten sie, definitiv. Es gibt keinen Grund, das, dieses Meisterwerk, Alter, zu nachzuholen. Alter. All biological life must be exterminated. Okay. Was hast du schon gesehen als Afa? Doctor, get us out of here! Ultron Sigma has 2 of the Infinite 6. Gamora. Ja, ich muss noch mal in den Chat sagen, wir lesen halt keine Leaks.
Also, ich bin auch froh, dass ich das jetzt nicht wusste, dass das jetzt vielleicht kommt. So, ich will mich doch überraschen lassen. So, ich habe da mehr Spaß dran. Also, von daher. Was können wir dafür, dass Roy so einen schlechten Job macht? Ja. Absolut. Give us cause to trust you. Help us to find the Infinity Stones. Okay, Infinity Stones? Also das heißt, das hat jetzt auch was mit dem Film zu tun? Lies at the heart of no room. Bear witness to the death of your... Na, es ist halt interessant genug, dass das Ding jetzt scheinbar auch eine Story zu haben scheint. Ne, das haben sie ja jetzt mit Street Fighter 5 ja auch gemacht. Das heißt, Marvel vs. Capcom wird jetzt halt auch eine Story kriegen. Aber, ja, weiß ich nicht. Das wird halt schwer, mit Injustice mithalten zu können. Muss ich halt ganz ehrlich sagen. Ja, stimmt. Dann schaue ich dich stark vor. Ne, und ich habe ja die Problematik bei Injustice geschildert, dass es immer sehr, sehr gezwungen wirkt, wenn die Figuren immer auftauchen und so weiter und so fort. Und wie muss das denn in so einem Universum sein, wo die Figuren komplett wahllos sind? Also es macht von vornherein keinen Sinn, dass die überhaupt miteinander zu tun haben. Und dann daraus eine Story zu knüpfen, das kann eigentlich nur in die Hose gehen, ganz ehrlich. Also da habe ich gar keine Hoffnung darin, dass das irgendwie spannend oder unterhalten sein wird. Außer halt japanisch crazy shit, dumm. Das ist der Strider-Typ gewesen, ne? Ja, genau. Story Demo Download Today. Ja, da hast du dein Ding. Ja, werden wir es ja wissen. Can the ladies come out to play? Be good. Ebony, Ivory, care to dance? Ja, ich finde schon, dass es das nicht werden wird. Ist nicht mein Humor. Da kenne ich aber zumindest, die ganzen Charaktere so. Und bei Marvel und auch wie auch bei Capcom. Ja. Das war bei Injustice halt eben mein Problem, da kenne ich nicht so viel. Man, I thought I'd seen everything. Yeah. We're in a whole new world. Now we're gonna find out what you're really made of. Ist das jetzt, stimmt, wir haben noch gar kein Call of Duty gesehen, auch World War II. Ja, müsste es ja jetzt sein, oder? Ja, entweder das ist oder... Ist es höchstwahrscheinlich, also... Ja, das muss es sein. Ja. So, nach langer Zeit merke ich halt für mich, es fühlt sich beim Gucken einfach anders an, wenn man weiß, das gab's wirklich. Weißt du, was ich meine? Echt? Ist das bei dir so? Ja, ja. Ich finde das echt gerade, ich kann das nicht, also ich habe gerade echt Probleme, das so ein bisschen als Actionspiel zu trennen, wenn ich ehrlich bin. Keine Ahnung. Was buffert wieder bei mir? Es ist krass, dass es immer gleich buffert. Ja, also mir anscheinend. Aber das ist dann gut, aber dann wird es nicht mehr mehr. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich muss sagen, obwohl du hast im Prozess kein Interesse. Ich weiß, dass ich zocken werde, aber so richtig hooken tut mich das jetzt nicht so. Das ist halt irgendwie. Nee, tut's mich auch nicht. Aber ich werde es spielen, weil ich schon wissen will, ich damals solche Spiele immer sehr gerne gespielt habe. Schau mal, ob du sowas haben will. Da hätte ich halt einfach gerne emotionale Tiefe und die tun aktuell nichts dafür, mir das irgendwie zu verkaufen. So. Das wird auch nicht, glaube ich, nicht vorkommen. Ja. Dafür ist auch Sledgehammer Games auch nicht. Also ich will dir nichts abstreiten, aber die haben einfach so einen Auftrag, die müssen Call of Duty machen und dann. Ja. Erfüllen sie das. Dann machen sie so, das halt, ja. Ohne wirklich Mut zu beweisen. Ja. Und der Applaus ist auch so ein bisschen verhalten. Ja. Ah. Gib mir was.
Nein. Ernsthaft jetzt. Halt's Maul. Was ist das? Halt's Maul. Wie soll das denn funktionieren? Da vorne ist viel. Das ist ja unfassbar. Wie willst du das denn steuern? Voll mein Ding. In VR, ne? Ungewöhnlich. Also drauf zu gucken auf ein Genre, was nicht First Person ist. Aber, ja, ist aber ja, sieht interessant genau aus. Genau das wollte ich ja einfach mal wissen, wie das denn jetzt dann so wird. Also bei Bound war es eine Katastrophe. Oh, okay. Roll the tape. I'd like to try it again. Was haben wir denn mal gemacht? Until Dawn, oder? Stimmt. Ja. Ist das ein neues Until Dawn? Das ist 100% ein neues Until Dawn. Oh, doch nicht. Einfach ein neues Spiel von denen in VR. Nice. Ey, das ist sehr nice. Geil. Das sieht sehr, sehr geil aus. Nice. Freut mich. Welcome to join me. Ah, das steht ja auch noch aus. Endlich mal. In VR. Du willst dich nicht wahrhaben, wenn du spielen. Ja, aber wenn das jetzt so ein Angelsimulator ist, die hatten ja eigentlich was anderes angekündigt zunächst, wo du auch richtig kämpfen konntest. Monster of the Deep. Um September sogar schon, aber ey, come on. Ich angel nicht in VR in Final Fantasy 15. Das ist selbst mir zu blöd. Aber es geht weiter mit VR. Wieder Super Massive Games. Ey, Aim-Controller. Bitte mit Aim-Controller. Okay, enemy ahead. Alright. Ja?
Gut, da hat man jetzt nicht viel gesehen. Ist egal, supportet den Aim-Controller. Weißt du ja noch gar nicht. Es wäre verfremdet, wenn es nicht so wäre. Ach, das sind alles so schöne künstlerische Sachen mit geiler Mucke und oh, da könnte ich mich reinlegen in diesen ganzen Scheiß, Alter. Ganz im Ernst. Die Fruchtblase im Mutterleib kann nicht angenehmer sein. Was ist das? Oh, was ist das für ein putziges kleines Ding? Ich hab schon. Du hast mich schon. Du hattest mich schon nach dem Hallo. Ist aber auch ein. Alter, die liefern aber auf VR-mäßig jetzt ordentlich ab. Sehr schön. Ja, mach wieder Spinnen rein. Ist ja ein VR-Game. Ah, doch nicht. Wunderschön. Wunderschön. Bestimmt so ein kleines Adventure, wo du halt mit den Move-Controllern Rätsel löst und die Maus läuft dann da schon rum und so und du musst dir verhelfen von A nach B, vielleicht ein bisschen kämpfen noch. Ist schön. Sehr schön. Mir fehlt noch Battlefront. Aber wie A war es schon vorbei. Alter, kein Gequatsche, das ist der geilste Shit ever. Ah, Mann, jede Sekunde wird genutzt. Okay. Komm, jetzt mal so von Ico auch nochmal ein Remake. Geil wäre es ja schon, ne? So eher so Ryan oder so? God of War? Ja, God of War dachte ich auch, ne? Wikinger. Scheint eine neue Mythologie zu sein, ja. Jetzt in dem Teil. Ja, da ist er schon. He's here. Are you gonna do it? You said I was cursed. You think I'm weak because I'm not like you. You do not know everything, boy. No. But at least I know the truth now. The truth. Hurry on, boy! Okay! The truth. Long way from home, aren't you? And here I thought your kind was supposed to be so enlightened, so much better than us. The gods of these realms don't take kindly to outsiders. Wie sieht das aus? When they find you, and they will, they'll make things difficult. Wait here. I will handle this. Alter. Jetzt buff mal doch nicht, du Fuck. Oh
Oh, Alter, fuck. Jetzt beendet. Holy moly. Ja, der buffert jetzt bei mir auch, ey. Wow, that was something, that fight. Alter, wie gut sieht das aus? Das ist ja unfassbar. On our journey, we will be attacked by all manner of creature. To be effective in combat, a warrior must not feel for his enemy. Alter, dieses Monster. Close your heart to their desperation. Close your heart to their suffering. Holy shit! No place for a boy. Alter, der Stream geht mir auf die Nüsse. Dieses scheiß Buffering die ganze Zeit. Oh no. You must be a warrior. Alter. But not everyone is bad. Mother always said to be open. Was hat er bei dir auch gerade? Ja, immer mal wieder jetzt. Alter, ich brech ab. Das ist unfassbar. Doesn't matter. This boy is not your past. He is your son. And he needs his father. Okay, es ist also nicht sein Vater. Also sein Sohn. Das ist halt irgendein Junge. What is this? It's the world serpent. Oh, fuck. Oh, fuck. Kommt noch was? Kommt denn da? Oh Gott. Ey, mir kann keiner erzählen. 2018, Alter. Das wird wieder so ein Kack-März. Ich sag's jetzt schon wieder. Was für ein Brett von einem Trailer. Halsmaul. Wow. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Leute da nicht drauf abfahren, Alter. Kann ich so nicht verstehen. Sorry, ich sag's, wie es ist. Das ist das Beste, was mit God of War passieren konnte. Jetzt kommt nochmal Detroit Become Human. Nochmal eine neue Story. Just a little while longer. Hold on. Just a little while longer. Die schulden uns ein Release-Date jetzt so langsam mal. Ich hab das Gefühl, jetzt kommt's. Just a little while longer. Oh, da hab ich auch so Bock drauf, ey. Sieht so geil aus. This is a night our people will remember. There are 5 CyberLife stores across Detroit. We're gonna attack those stores and set our people free. That's what we are to them. Just merchandise on display in a shop window. Let's get them out. We'll stick to the plan. Neutralize the alarm systems and secure the area. There's 10 minutes until all our teams attack. You're awake now. It's too late. If we stay here, we're gonna get shot. North, our people need us alive. There's nothing else we can do.
Marcus! Aber nochmal, von dem, was man aktuell so sieht, scheint das wirklich, das scheint doch abgeschlossene Einzelgeschichten zu sein, oder? Jedes Mal mit einer anderen Person. Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt. Vielleicht ist das wie bei Heavy Rain, dass du ein übergeordnetes Ziel hast, aber verschiedene Perspektiven. Ja, aber selbst wenn nicht, lass es doch mal so sein wie dieses 400-Ding aus The Walking Dead. Dass du hast ein Universum, ja. Du hast einen Sachverhalt, du hast eine Problematik oder ein Thema und du erzählst einzelne abgeschlossene Geschichten, Kurzgeschichten, die dazu passen. Fände ich eigentlich auch ganz nice. Die müssen, ja. Also aus meiner Sicht wäre das mal ganz erfrischend. Die müssen ja nicht unbedingt zusammenhängen. Ich frage mich nur gerade, ich habe mich immer gefragt, wie ist denn das Gameplay jetzt so? Weil sie sagen ja auch, das ist our story, das ist unsere Geschichte. Ja. Und also man kann ja schon viel, viel mehr interagieren als jetzt bei den anderen Quantic Dream Spielen, ne? Das glaube ich, glaub ich ehrlich gesagt weniger. Auch einfach rumlaufen, Clues finden. Also du musst, glaube ich, einfach akribisch die Gegend untersuchen und alles aufnehmen und dann Entscheidungen treffen, wie du damit umgehst. Zumindest so stelle ich es. Du kannst aber verschiedene Wege gehen. Exakt. Also du kannst jetzt das machen oder Leuten überzeugen oder so. Exakt. Also die Geschichte wird sich wahrscheinlich ändern, je nachdem, wie gründlich du warst. Und sie wird sich halt dahingehend ändern, dass du unterschiedliche Entscheidungen treffen kannst. Genau. Hammer. Aber ich habe so Bock drauf. Es ist so eine geile Thematik. Ich mag das total. Different locations were hit in what seems to be a coordinated attack. This is an alarming situation. Could our machines now be turning against us? Violence is the only language humans understand. Na, genau sowas. Was damaged and fires continue to rage in several major districts across the city. Ah, your decisions, die haben einen Impact auf die anderen Geschichten vielleicht. Ja. Das ist ja mal geil. Das ist auch ziemlich geil. Ja, mir gehen jetzt schon die David Cage-Hater auf den Keks. Das sind halt diese Köpfe, die halt was bewegen wollen. Ja. Aber wo bist du jetzt eigentlich mittlerweile? Der Typ läuft jetzt auf eine Gruppe zu. Okay, ja, doch, okay. Also jetzt läuft doch die Gruppe zu bei mir. Refreshen mal. This is our story. Alter, das ist bei mir, ich bin sowas von hinten dran. Nee. Jetzt hat er es gesagt. Bock, Alter. Bock. Hammer. Aber immer noch kein Release Date. Also ich sag jetzt, wann er das bei mir sagt. Jetzt hat es gesagt. Welcome to a world. Ja, immer noch kein Release, stimmt. Without light. Jetzt kommt Destiny. You.
nice. Ist das jetzt dann auch so sehr story-driven, ne? Ja, haben sie angekündigt. PlayStation brings you exclusive Destiny 2 Content. Zusätzlichen Strike, neue Ausrüstung, exotische Waffen. Krass. Hängst du noch hinterher? Ja. Ich stopp jetzt einfach mal. Sag mal Bescheid, wenn der Typ auf die Bühne kommt. Okay. Ja, sind wir mal so. Kann ja nicht allzu lange dauern. Aber das ist krass. Das ist krass. Okay, komm auf die Bühne. Jo. Das ist krass. Die liefern ordentlich ab und dann ein bisschen was gequatscht. Okay, dann geht's weiter. Yes. That was quite the rollercoaster ride for the last 60 minutes. Thank you all so much for being here tonight. The future is here and it is now. Ja, das ist das Schlusswort und dann kommt noch was. The Last of Us 2. Could not be more excited than to kick off E3 2017 celebrating the content and the creators who make PlayStation the best place to play for gamers. Now, let me leave you with a true PlayStation exclusive, a true exclusive from PlayStation from one of the industry's most respected developers. Let me thank you again for coming tonight. Yeah. A shout out to my courageous friend Ronil Mehta for struggling on through. And now, everyone, please enjoy the ride. Spider-Man? Nee. All units, all units. 1010 Asset 36 in Park. Repeat, all units be advised. Shots fired at Fisk Towers. Also es ist auf jeden Fall Manhattan, oder? Fisk ist doch hier... Ja. Damit lassen sie es enden? Das ist ja krass. Yuri, I'm here. What do you see? Find the rest. Boss wants them dead. Looks like the demons are moving in on Fisk's territory. You got this? I got this. Das ist die Grafik, Alter. Gameplay, Alter. Das ist so hart, wie das aussieht. Es ist wie Batman. Ich hab's mir immer gewünscht. Ey, die Animationen, Digga. What the hell? Hammer. Wow. You don't need to kill us, too. Fisk's territory is ours now. Not today. Spider-Man! Tell the boss he's here! Alter. Das ist krass. Das ist eine interessante Mechanik. Wenn du mehrere Gegner hast, bekommt jeder einen Knopf. Hast du gesehen? Dann greifst du den einen mit L1 an oder den anderen mit Kreis. Ah, okay. Das ist so ein bisschen bei von Mark of Cree ist das so ein bisschen. Die haben das damals schon mal so gemacht. Zumindest kommt es, wirkt zumindest so. Wait, the demons. Who's their leader? Keep my men alive and maybe I'll tell you.
Ist der Tena im Chat? Saving bad guys from other bad guys. Not how I thought today would go. Alter. Your men are safe. Your turn. Who runs the demons? You're about to find out. Check the roof. He's here? Alter. Alter, kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht absolut Hammer ist? Wie krass elastisch das ist. Das ist unfassbar krass. Das ist ja fast schon so God of War Action mäßig. It's complicated. Turns out Martin Lee is running the demons. The guy who runs the homeless shelter? Like I said, complicated. Sit tight, Yuri. Alter. That helicopter is destroying the city. I know. You need to bring it down. I know. Maybe you could superhero a little faster? Working on it, Yuri. Wow. On the fly, Alter. Okay, Lee. Here I come. Hi, is this the Newark? Why are you doing this? Because no one else will. Lee, this is crazy. Alter, this isn't you. Plan real fast. I guess this is the plan. Alter Schwede. You got this. Please don't screw this up.
Alter. Hammer. Mr. Lee? Hammer. Hammer. Krass. Krass. Hammer geil. Krass. Mal wieder so ein richtig krasses Action-Blockbuster-Gedöns. So. Ja, was? Ich weiß nicht, ob kommt noch was oder ist. Oh. Ich glaube fast, das war's. Jetzt kommt nochmal. Ich dachte, das ist jetzt vorbei. Jetzt kommt da bestimmt nochmal so eine Zusammenfassung von allem. Ja, das kann natürlich sein, ja. Würde ich jetzt vermuten. Ja, genau. Alter. Das ist, ich wollte sagen, das ist nämlich der Punkt, den ich angesprochen habe. Bei Sony, die hauen halt immer wieder neue Marken raus, die du so noch nicht gesehen hast. Und damit bilden sie wieder neue Franchises so. Und Horizon hast du jetzt. Du hast einen Spider-Man. Du hast, was fällt mir noch ein? God of War ist jetzt noch, hat quasi eine Neuausrichtung. Ja. Ja, Detroit ist ja im Prinzip keine neue IP. Es ist ja halt, ne, die haben ja immer wieder neue Sachen, aber allein die Supermassive Games, die sie jetzt irgendwie rausgebracht haben, dieses Action-Game, wo ich fest davon überzeugt bin, dass das mit dem Aim-Controller funktioniert. Mhm. Also, es war eine geile Konfi. Ich möchte es auch sagen, definitiv mit Abstand war es die beste Konfi. Aber war jetzt halt auch nicht so gut wie 2016 oder 2015. Das muss man halt auch nochmal sagen. Jetzt, ja, die haben jetzt nicht so Überraschungen. Obwohl, ja. Die haben schon Überraschungen gehabt, aber die haben jetzt nicht so die. Jetzt irgendwie was Nostalgisches rausgekramt. Aber was mich halt wundert, ist, wie zügig der ganze Kram, der jetzt auch innerhalb der ganzen E3 angekündigt worden ist, auch dieses Jahr noch erscheint. Also, das ist auch. Das ist auch krass, ja. Das ist eine Sache, was mich richtig krass wundert. Wirklich krass wundert. Ja. Du bist eigentlich schon wieder komplett versorgt für bis zum Ende des Jahres definitiv mit jede Menge Games. Ja, so. Absolut. Absolut. Das genau, aber ich muss auch nochmal sagen, waren die PKs nicht doch ein bisschen länger in der Vergangenheit? So, das war jetzt irgendwie, das kam mir schon arg kurz vor. Ja, so. Das stimmt schon. So knapp eine Stunde, so ungefähr. Es geht weiter. Okay, was war das jetzt? Da hat jemand ein Foto gemacht, oder? Ja, und. Ja, ich glaube, das ist auch so eine After-Credit. Das wäre schon lustig. Der Raum wird hell. Ja, Leute stehen auf, okay. Also. Ja. Highlight definitiv: God of War, Spider-Man, Shadow of the Colossus Remake. Eigentlich so gut wie alles in VR. Sogar Skyrim würde mich halt echt interessieren, weil ich hab's ja immer noch nicht gespielt. Ich meine, im Chat wurde sich so ein bisschen drüber lustig gemacht, wie oft man das noch verwursten will. Aber Skyrim ist halt auch ein absoluter Klassiker, als Klassiker in die Geschichte eingegangen. Also das ist ein Riesenbrett gewesen, Videospiel historisch. Ja. Und dass man das nochmal schafft, irgendwie nochmal zu verwursten. Ne? Nintendo macht's jetzt eben auf der Switch, Sony macht's nochmal in VR. Warum nicht, wenn es funktioniert? Ich bin halt nur gespannt, wie es funktioniert von der Steuerung her. Ne, weil das sah schon so aus, als würdest du das Schwert selber schwingen. Und dann ist halt wieder die Frage, wie bewegst du dich? Muss man mal schauen. Aber der Rest, das mit der kleinen Maus beispielsweise oder halt die Supermassive-Geschichten, sind definitiv gekauft. Absolut. Ne, da sieht man es ja noch ein bisschen. Persistence war interessant. Und it's gone. Unpatient war ja das mit von Until Dawn, ne? So quasi. Ja, super, genau. Supermassive. Ja. Und na klar, also für mich halt ein großes Highlight halt so God of War. Ne? Das ist halt, ich sag's immer wieder, das ist das Beste, was sie machen hätten können. Hätten sie noch ein God of War gemacht im alten Stil, das hätte mich wirklich nicht mehr so krass gejuckt. Das ist zwar ein geiles Spiel, ich mag die God of War Spiele, aber nach 5 oder 6 Teilen. Es ist absolut legitim, einen neuen Weg einzuschlagen. Genau. Entweder du legst es hin oder du machst was komplett Neues draus, ja. Aber eigentlich hast du eine Sache gesagt, die trifft wirklich voll auf die PK zu oder allgemein auf die ganze E3-Konferenz. Sony versucht wirklich noch Geschichten zu erzählen, so den Fokus drauf zu legen, wie das Storytelling funktioniert.
So mit Uncharted oder mit God of War oder mit Spider-Man oder was auch immer was. Aber das ist halt auch eine große Geschmackssache. Ich meine, es kommt halt immer drauf an, wem das wichtig ist. Ich meine, klar, du kannst jetzt beispielsweise nach wie vor, ich nehme jetzt nochmal Ghost Recon als Beispiel, geht geil ab, weil die Leute haben halt Bock auf das Gameplay und haben halt Bock auf Multiplayer. So, wir zwei sind halt so Typen, wir wollen halt auch gleichzeitig unsere Geschichten halt einfach haben. Aber ne, das ist halt, das ist für mich von Sony seitens her echt ein Aushängeschild. So, das zieht sich durch das komplette Programm halt. Und und die schaffen das halt eben noch, Geschichten zu erzählen und spannende Geschichten zu erzählen und auch interessante Figuren zu haben und gleichzeitig das in AAA-Kram einzubinden. So, das ist sowas wie Horizon Zero Dawn, das kriegst du halt leider nirgendwo sonst. Nee, aktuell nicht mehr. Das ist es halt einfach, ne? Und ich muss es halt auch nochmal sagen, ich bin da nicht parteiisch. Microsoft könnte das genauso tun, machen sie halt aber nicht. So, das ist, man merkt halt wirklich so, ich habe auch wirklich den Gedanken so, dass sich da einfach der Vorstand irgendwie ein bisschen geändert hat. Weil gerade diese Strategie, die ich halt schon erwähnt habe, dass man sich halt PC-Marken sichert und die halt auf Konsole bringt, ja. Das ist halt, es ist halt nicht spektakulär, aber es vielleicht zieht es ja noch. Ja. Also ich wollte nur sagen, ich bekomme jetzt so ein bisschen einen allgemeinen Tenor mit, nicht nur im Chat, sondern auch so auf Twitter und so. Viele sind enttäuscht, dass es kein Red Dead Redemption 2 gab, dass es kein Crash Bandicoot gab und dass es kein The Last of Us 2 gab. So. Ja, hey. Mit Last of Us 2 habe ich richtig, richtig krass gerechnet, aber man muss halt auch dazu sagen, ich weiß halt nicht, wie schnell man da vorankommt bei einer Entwicklung von so einem Spiel. Sie haben ja wirklich gesagt, dass sie ganz, ganz, ganz früh in der Entwicklung sind, als sie das vor 10 Monaten oder sowas auf der Experience, es ist noch nicht so lange her, es ist kein Jahr her, die Experience, wo es angekündigt worden ist. Ne, also ich glaube, das muss erst noch mal ein bisschen reifen. Ja, wie gesagt, das Ding ist so, ja, ich bin jetzt auch nicht enttäuscht oder so. Da hätte ich gern was gesehen, aber auf der anderen Seite habe ich dann halt anderen Kram gesehen. So, muss nicht immer sofort immer, wir kriegen schon noch unser Last of Us 2 und unser Red Dead Redemption 2, braucht man sich keine Sorgen machen. Ja, aber ich muss halt echt sagen, also beste PK und dann kommt auf den zweiten Platz für mich eigentlich schon wieder Microsoft, ne? Also die haben nicht überholt, aber stark aufgeholt. Möchte ich sagen, ne? Und dann kommt halt irgendwie so vielleicht Bethesda und dann Ubisoft und also sowas. Ja, gut, halt. Ich würde Ubisoft schon noch ein bisschen davor setzen, weil die haben auch schon so ein, ich meine, Beyond Good and Evil 2, hallo. Aber ja, du hast recht, also Sony hat auf jeden Fall gewonnen, weil sie auch wirklich genau verstanden haben, so, ey, haut die Dinger raus, schneidet gute Sachen da runter und die haben auch einfach immer noch das interessanteste Line-Up, so. Das ist einer der wichtigsten Gründe für mich gewesen, damals auch zu entscheiden, hole ich mir eine Sony-Konsole oder eine Microsoft, weil bei der 360 haben sie richtig auf den Putz gehauen, das hast du richtig gemerkt, aber im Laufe der Zeit auch so gegen Ende der 360 hat sich ja auch vieles so. Also Exklusivsachen haben mich dann auf der Sony mehr gejuckt. So. Ja. Und das hat sich jetzt auch einfach alles bestätigt. Ist halt so ein bisschen eine Frage der Marktposition wahrscheinlich. Ich meine, die 360 war damals halt zuerst da. Ne? Also ja, genau. Die PlayStation 3 ist halt nachgezogen. Das heißt, du hast ganz, ganz viele Franchises. Wie gesagt, Mass Effect, Lost Planet. Richtig krasse Sachen, den ganzen Arcade-Bereich, ne, das kam halt einfach zuerst auf die 360 raus und vielleicht war das dann so eine Frage für westliche oder Studios, wo releasen wir jetzt halt einfach und Sony war vielleicht zu dem Zeitpunkt irgendwie zu asiatisch angehaucht, weiß man halt irgendwie nicht. Also dass Crash Bandicoot nicht gezeigt worden ist, das kommt in 2 Wochen raus, also von daher. Die wollen ein richtig neues, also. Ach so, ein richtig neues, okay. Ja, genau. Könnte auch sein, dass sie erstmal abwarten, wie das Remastered ankommt, um dann zu entscheiden, ob man damit nochmal was macht. Ne? Und, es ist ja auch nicht so, dass das die E3 jetzt vorbei ist, sondern man bekommt immer wieder mal so jetzt ganzen anderen Kram nachgespült. Das ist auch nochmal so ein Ding. Also man kann jetzt noch tagelang bei YouTube, leider Gottes gibt es da keine geile Anlaufstelle. Habe ich es geliebt, als es damals noch Game-Trailers gab. Da konntest du halt einfach nach der Historie durch. Aber wenn man jetzt nach E3-Trailer 2017 sucht, findet man jetzt in den nächsten Tagen noch immer wieder neue Ankündigungen, auch von kleineren Spielen. Und das ist es halt.
Ja, deswegen, da bin ich auf jeden Fall gespannt dann, wenn wir da was. Hier Ni No Kuni 2 schreibt gerade jemand, ja stimmt, das hatten sie auch nicht, haben sie auch nicht gezeigt. Aber da gibt es ja einen Trailer schon, kann man sich angucken und das wird auch sowieso Pflichtkauf für mich. Ja, wie gesagt. Also, man muss das ja immer ins Verhältnis sehen. Also, es ist ganz, ganz viel Kram am Start, der also dieses Jahr noch kommt oder early 2018 ist, und das finde ich schon heftig. Das ist eigentlich was ziemlich, also als damals Resident Evil 7 angekündigt worden ist und die haben damals gesagt, es kommt im Januar, das war ziemlich ungewöhnlich eigentlich. Und jetzt ist es eigentlich, jetzt ist es teilweise, wenn der Kram so unter Verschluss gehalten, dass sie es in diesem Jahr releasen. Also, das ist schon heftig. Und dann kann ich halt auch nochmal bis 2018 oder bis Ende 2018 warten für ein Spiel, was jetzt letztes Jahr schon angekündigt worden ist. Ja, das ist halt so das Ding. Also grundsätzlich bin ich zufrieden damit. Und da werden jede Menge Bretter wieder auf uns zukommen. Du hast es schon gesagt, der März, der wird wahrscheinlich nächstes Jahr auch wieder zum Kotzen sein. Dieses verdammte März 2.0. Der verdammte März, ja. Naja, Naja, gut. aber ich denke, wir werden uns ja sowieso nochmal, bevor wir uns jetzt hier verquatschen, wir wollen ja nochmal, wir haben ja ein Podcast-Format, ne? Ja, das wollen wir ja genau alles Kurz noch. vergessen. Also ich denke, wir werden all das Gesehene, wir werden noch ein paar Gedanken uns machen, werden nochmal die Woche gucken, was so an Trailern rauskommt, und werden das dann am Freitag dann nochmal aufnehmen und bequatschen, sodass wir euch am Sonntag nochmal ein komplettes Recap geben können von unseren Highlights und von Strategien und wie uns das so vorstellen. Und bis dahin können wir jetzt auch endlich mal dicht machen. Ja. Können mal schlafen gehen und dann morgen nochmal, weiß ich nicht, du kannst glaube ich nicht Nintendo, Nee, Nintendo 18 18 Uhr. Uhr ist ein bisschen, das wird bei mir nicht Ja, klappen, dann müsst ihr wieder leider. mit mir vorlieb nehmen. Ich werde natürlich wieder sehr viel meckern. So, das ist natürlich klar. Aber bin auch gespannt, was dann so rumkommt von Nintendo. Ja. Aber das sehen wir dann morgen. Genau. Okay. Ja. In dem Sinne, gute Nacht. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Es sind immer noch 100 Leute, ne? So langsam Ja. wählen sich die Leute aus. Es war eine sehr, sehr geile Geschichte, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö. Tschö. Haut rein.